So, ganz wichtig, du brauchst man zurück. Und dann, also man muss natürlich darauf achten, dass man nicht zu viel Speed im Boot hat in dem Moment, in dem ich sonst machen soll. Und das funktioniert halt jetzt mit dem Leinenwerfen großartig. Wir gucken. Also wir zeigen euch heute, wie wir anlegen. Wir machen jetzt kein so macht man richtig Hafenmanöver Video, sondern wir wurden gefragt, wie legt ihr eigentlich an, wie macht ihr das, wenn ihr zu zweit unterwegs seid. Und da wir sowieso mal wieder ein bisschen üben wollten, haben wir uns gedacht, machen das Video, um euch mal zu zeigen, wie das funktioniert. Weil normalerweise, wenn wir anlegen, dann brauchen wir beide Personen und können dann nicht auch noch filmen. Mittelklampe ist für eine kleine Crew und wir sind die ja das Einfachste, deswegen machen wir fast immer Mittelklampenmanöver und wir dampfen praktisch in die Mittelklampe ein. Und die Manöver, die wir heute euch zeigen, das sind vorwärts in die Box, vorwärts längsseits, rückwärts in die Box, rückwärts in die Box und rückwärts längsseits. Aber wir haben unser Bestes gegeben und viel Spaß dabei. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt zu unseren Manövern, dann ab damit in die Kommentare. Wir versuchen zu beantworten, was wir können. Und nochmal ganz wichtig, das ist kein Lehrvideo. Also wir machen das so, wie es für uns am besten läuft. Und jede eingespielte Crew kennt das. Man muss dann auch nicht mehr viele Manöver ansagen und so weiter. Lehrvideos können andere viel besser. Da guckt sie euch bei anderen an, aber ich glaube, man kann sich ein bisschen was bei rausholen und was natürlich wirklich wichtig und gut ist für uns und was für uns ein echter Gamechanger war, ist das Leinenwerfen. Also das war absolut, das hat so unfassbar viel gebracht, weil vorher stand ich immer und hatte Angst runter zu hüpfen und es gibt ja auch viele Crews, die sagen, es hüpft von mir keiner von Bord, nur wenn keiner kommt, dann weiß ich auch nicht, wie ich sonst machen soll. Und das funktioniert halt jetzt mit dem Leinenwerfen großartig. Wir gucken, dass wir langsam anfahren. Und manchmal ist dann, wenn jemand kommt und mit den Leinen helfen will, bin ich ja völlig überfordert, weil ich so konzentriert bin mit meiner Mittelklampe und die Leine werfen will. Und dann steht da plötzlich jemand und möchte die Bugleine annehmen und keine Ahnung und hast du nicht gesehen. In Deutschland ist das sehr normal, dass jemand kommt und hilft, aber wir haben unterwegs einfach gemerkt, je südlicher wir kommen, umso weniger Hilfe bekommst du beim Anlegen und deswegen ist das gut, es alleine zu können. Genau. Also, vielleicht trotzdem wir keine Cracks sind, vielleicht nochmal meine zwei, drei Tipps vorneweg. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man Leinen werfen kann. Und das kann man wirklich mal an einem schönen verregneten Tag üben. Kann man im Prinzip auch zu Hause um die Colaflasche rumwerfen, üben im Keller. Das zweite ist, das Manöver sehr langsam fahren. Das dritte wäre, du musst genau wissen, wie der Schraubenstrom von deinem Boot wirkt, weil den kannst du dir sehr zunutze machen, indem du bei irgendeinem Manöver das Heck eben in diese Richtung auch drückst. Das heißt, du hast dann auch eine schöne und eine schlechte Seite. Und wenn du damit spielen kannst, ist das natürlich genial. Und das vierte oder fünfte, ich habe mich jetzt, glaube ich, verzählt, ist, lass dich nicht durcheinander bringen. Du hast tausende Möglichkeiten, mach's schön langsam und du kannst jederzeit abbrechen. Abbrechen, Manöver abbrechen, ist einfach nur das Wort Abbruch und jeder weiß, nichts mehr tun, abwarten, bis die nächste Ansage kommt und dann fährst du raus, fährst einen Kreis und probierst es nochmal. Und ja, das ist vielleicht auch der wichtigste Tipp. Nehmt euch mal Zeit dafür, macht das in Ruhe, lernt das Boot kennen, wie dreht das, links rum, rechts rum, wie lange brauche ich zum Aufstoppen und solche Geschichten. Und das gibt so viel Vertrauen, dass man das dann auch, glaube ich, gut machen kann. Ja, genau. Noch Tipps von dir? Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Also gerade wenn es ums Anfahren geht, der Leinenwerfer, der ist einfach auch unter Stress, weil damit steht und fällt alles. Aber also ruhig bleiben und auch beim Einparken ruhig bleiben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Nicht in Hektik verfallen. Sobald du in Hektik verfällst, ist alles auch schon vorbei. Also ruhig bleiben. Es ist immer mehr Platz, als man denkt.
Vorhin sind wir mit der Heckleiter angedengelt, da hast du auch gerade dran gedacht, ne? Ja. Ja, gehört dazu, was soll's. Oftmals ist mehr Platz, als man denkt, nicht immer. Und gut vorbereitet, genügend Fender und dann kann auch nicht so viel passieren. So, und wenn irgendwelche Leute in den Häfen merken, dass da ein Boot panisch ist, kommen sie sowieso alle angerannt, weil sie Angst haben, dass ihr eigenes Boot kaputt geht. Also zur Not Leute ansprechen, kannst mir mal helfen, dann helfen sie auch sowieso. Wollen wir kurz die Mittelklampe mal erklären, wie das geht? Nö. Nee, gibt genügend Videos dazu. Man sollte, glaube ich, zumindest sagen, der eine fährt langsam an, der andere wirft drüber. Und erst wenn der Steuermann sagt fest, dann kommt ein Kopfschlag drauf. Und dann gibt der Steuermann vorwärts und dampft ein, weil sonst versteht man es nicht. Oder? Macht das Sinn? Also wir wollten zwar kein Erklärvideo machen, trotzdem, glaube ich, das Mittelklampenmanöver hat so ein, zwei Fallstricke. Und das sagen wir euch kurz, wie wir das machen. Also ich fahre, oder der Steuermann fährt langsam an und der Leinenwerfer macht sich bereit. Der Steuermann sagt an, welche Klampe er gerne hätte. Und der Leinenwerfer wirft über die Klampe und zieht relativ dicht. Aber er zieht nicht dicht und belegt nicht, sondern der Steuermann sagt an, wann er belegt haben will. Und das hängt davon ab, wie viel er praktisch nach vorne hin noch zum Steg hat. Und wie viel er noch braucht, um einzudampfen. Und wenn er dann meint, so jetzt muss belegt werden, dann ruft er fest, also zum Leinenwerfer ruft er fest. Der Leinenwerfer macht einen Kopfschlag auf die Mittelklampe und meldet fest an den Steuermann zurück. Und dann, also man muss natürlich darauf achten, dass man nicht zu viel Speed im Boot hat in dem Moment, in dem derjenige dann die Leine wirft. Am besten steht man schon oder fährt nur noch ganz langsam vorwärts. Und erst wenn die Leine fest ist, dann gibt der Steuermann nochmal vorwärts und dann hängt man nämlich auch fest, dann gibt man das Steuer gerade, dann hängt das Boot praktisch gerade in der Leine und zwar nur auf der Mittelklampe, hat keine Leinen ringsherum belegt und dann hat man alle Ruhe der Zeit, alle vier anderen Leinen noch festzumachen. Und das ist ein geniales Manöver, weil man da einfach viel Ruhe ins Schiff reinkriegt. Sobald die erste Leine fest ist, kann nichts mehr passieren und damit ist erstmal Ruhe und man kann sich um alles andere kümmern. Mhm. Schneidest du raus, ne? Was denn? Nix, alles gut. An der Stelle nochmal vielen Dank an Christiane und Dieter, die haben uns das alles gezeigt. In Almuiden, wie Marion vorhin schon sagte, da war unser Selbstwertgefühl sehr angekratzt, weil wir an einem Tag zwei Anlegemanöver versemmelt haben mit Schaden an dem Solarpanel und an dem Bugzaun und daraufhin haben wir mal Hafenmanöver gemacht und das ist ein Resultat davon, dass wir diese zwei ganz einfachen Kniffe mitnehmen konnten, die uns wahnsinnig viel helfen. Also vielen Dank an euch beide. Hafenmanöver machen wir, weil wir ja nur zu zweit sind, immer über Mittelklampe und damit das auch funktioniert, werfen wir die Leinen. Ich zeige euch jetzt mal ganz einfach, wie das geht. Das kann man ausweiten, Lasso werfen, bla bla. Wir machen jetzt die ganz einfache Variante. Erstmal hier Trockenübung am Steg. Und dann zeige ich gleich nochmal, wie das ist, wenn ich an Bord bin. So, wichtig dabei ist die Vorbereitung. Du musst deine Leinen sauber aufgeschossen haben. Also wirklich schöne Buchten, die sich auch nicht verdrehen unten. Weil nur dann können sie sauber fliegen. So. Dann ist wichtig, wenn du werfen möchtest, dass zum einen ist ja die eine Seite eh am Boot festgemacht und damit du die Leine auch einfangen kannst, musst du die zweite festmachen, also mit dem Fuß drauf treten, damit die nicht sonst wegfliegt ins Nirvana. Also wenn du aufgeschossen hast, sieht das so aus und dann teilst du die Buchten so hälftig. Wichtig ist, das muss halt auch so sein und nicht so, sondern wirklich ganz sauber, dass du nur eine Bucht übrig hast. Und dann geht's ans Werfen. Also du wirfst so. Und du siehst schon, ich habe hier Schwierigkeiten, ich komme hier gar nicht so richtig. Das heißt, vorher einmal testen, habe ich genügend Freiraum, ein bisschen nachlassen und dann
wird geworfen. Ziehe ich die Leine fest, hole sie dicht. Das muss natürlich entsprechend schneller gehen. So und fertig. Und das war's. Sauber aufschießen. Buchten teilen. Gucken, ob ich genügend habe. Nochmal nachziehen. Und so werfen. Ach, das ist perfekt. Ich zeige gleich nochmal die Armhaltung. So, Christiane uns immer schön vorgemacht. So, ganz wichtig, du brauchst dieses nach oben auf, damit das Seil in einem Bogen fliegt und nicht dünn fliegt. Wenn du nur so wirfst, dann fliegt das Seil dünn, verheddert sich und alles ist vorbei. So, und jetzt gehen wir nochmal aufs Boot und dann zeige ich das nochmal eben vom Boot. Also, der erste Punkt zu beachten, klar, auf der einen Seite ist es am Boot festgemacht, auf der anderen Seite stehst du drauf mit dem Fuß. Das ist wichtig, weil sonst wirfst du und die Leine ist weg. Und das kannst du in dem Moment natürlich nicht brauchen. Das nächste ist, du musst unten durch sein, weil du es sonst oben rüber nicht ziehen kannst. Auch klar. Ne, das ist logisch. Also, ordentlich aufschießen. Ich nehme jetzt hier ein bisschen weniger Leine, weil ich habe nicht so weit zu werfen. Dann habe ich nachher weniger zum Durchziehen. Einmal gucken, habe ich genügend Stoff zum Werfen. Die Leine ist jetzt nass, jetzt wird es schwierig. Und dann werfen. Zack. Rüberziehen und von unten durch belegen. So, das war's. Also ein bisschen üben an Land und dann an Bord. Man kann sich hier an der Reling festknallen, man kann sich hier festknallen, also irgendwo, dass man gut steht, beide Beine, und das Anlegemanöver ist ja eh nicht in Vollspeed. Also insofern ist das auch kein Problem. That's it. Also wir sind keine Profis. Das ist unsere Art und Weise, wie wir anlegen. Wir wissen, dass wir zu wenig Kommandos geben, aber alle anderen Hinweise, die dürft ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr was nicht verstanden habt, wenn ihr mehr wissen wollt, gerne auch rein damit. Und ich finde, sowas ist auch prima, um mal auf einen Feierabend, wenn man nicht mehr rausgehen will, so ein bisschen im Hafen zu fahren oder sich einfach mit dem Boot anzufreunden. Wenn dir das Video gefallen hat und du es noch nicht getan hast, wird es Zeit, den Kanal zu abonnieren und auch die Glocke einzuschalten, weil dann wirst du auch informiert, wenn das nächste Video kommt. Hinterlass uns gerne ein Like, und wenn du wissen willst, wie es uns sonst so geht und was wir sonst so machen, dann folg uns doch auch auf Instagram und Facebook. Da bist du immer einen Hauch näher dran als hier bei YouTube. Weil die ganzen Sachen müssen ja auch geschnitten werden. Das dauert auch seinen Moment. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann hinterlass uns ein Like, hinterlass uns einen Kommentar und wie gesagt, abonniere den Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.